So, ich habe das Video hinten ausgestellt. Da war rechts noch eine Abkantpresse, eine Plasmaschneidanlage und dann ging es in die Chassiskonstruktion hinein. Er produziert ausschließlich, hier sehen wir jetzt schon fertig, wenig lackiert, sondern verzinkt. Das ist üblich in dem Bereich der Autotransporter. Spezielle Tieflader. Und keine Standard-Lobet-Semi. Also hier viel Fahrzeugtransport, Mulden, Bleche, Halterung für Räder, Reifen, Hydraulikstempel, um auf mehreren Ebenen zu fahren. Ja. Achsen verwendet er SAF und Osman BPV. Sometimes. Yes, Trax. And this trailer is not go to for Turkish government. Turkish, okay. Also SAF from this wind. Osman, is that the typical trailer from you, the most product? I'm selling this trailer like a cheese and bread. Yes. Okay, that is... This is my design. You cannot find this trailer in Turkey the same. Only FGM, but the price is around, is priced 56,000 euro, something like that. Also FGM, das ist sein eigenes Design, das kriegst du sonst nirgends, außer bei einem anderen noch, der hat so was ähnliches. Ich in der Türkei. In der Türkei, aber die liegen bei 56.000. Yes. And you have an offer make to me January. January. And I think I will look, the price is okay. The prices are so high now. Yeah. No higher. No higher. Go. Okay, we go in the office, Osman. Yeah.